Während sich Mitarbeiterin Sarah Grüner mit den Gläubigern der zweifachen Mutter in Verbindung setzt, spitzt sich die Lage im Sorgerechtsstreit zwei Tage später zu. Ingo Lenzen wurde von seiner verzweifelten Mandantin zur Wohnung ihres Noch-Ehemannes gerufen. Das kann doch nicht wahr sein. Hallo. Frau Jakobs, was ist? Oh, ich bin eigentlich da, die Kinder abzuholen. Er macht aber die Tür nicht auf. Herr Jakobs, bitte machen Sie die Tür auf. Ja, hallo. Wer sind Sie? Nein. Mein Name ist Lenzen, ich bin der Anwalt Ihrer Frau. Und ich möchte ganz gern mit Ihnen das Umgangsrecht besprechen. Das geht doch nicht, dass Sie die Kinder einfach hier behalten. Also, ja, also eigentlich geht es den Kindern bei mir ziemlich gut. Ja. Meine Mutter ist zwar jetzt nicht gerade da, aber sie kocht für sie. Sie kümmern sich liebevoll um die Kinder. Die haben den gleichen Schulweg. Und ich glaube auch nicht, dass die Kinder bei ihr so gut aufgehoben sind wie bei mir. Also jetzt schauen Sie mal, Sie haben eine Vereinbarung getroffen. Ja. Und ich erwarte von Ihnen, dass Sie sich dran halten. Bitte, Herr Jakobs. Also wirklich. Mama. Hi. Hallo. Danke. Ja. Hi. Hallo. Wie geht's dir? Hallo. Du hast einen neuen Dino. Zeig mal. Ach, Lenzen. Mensch. Ich will nur das Beste für die Kinder. Ja. Ich war letzte Woche bei ihr gewesen. Ich wollte die Schwimmsachen holen. Wir wollten ins Schwimmbad gehen. Ich habe geklingelt, geklopft. Es hat ewig gedauert, bis sich die Tür geöffnet hat. Ja, hi, Olivia. Hast du es auch zur Tür geschafft? Ja. Hi. Dann hat sie die Tür aufgemacht. Dann hat sie von links nach rechts ist sie dahin geschwankt. Sie konnte sich kaum halten. Ich habe mir natürlich auch Sorgen gemacht. Sagen wir, ist alles in Ordnung bei dir? Klar ist alles okay. Was soll nicht okay sein? Wirklich? Ja, wirklich. Okay. Da stimmt irgendwas nicht. Ich verstehe Sie ja. Sie machen sich Sorgen um Ihre Kinder. Ja, die Polizei kam. Die Kinder haben die Schule geschwänzt. Was soll man da machen? Sie haben eine Vereinbarung für Gericht getroffen. Ja. Und nicht nur für sich und für Ihre Frau, sondern auch für die Kinder. Ich weiß, das war auch eine dumme Aktion. So, wir sind soweit. So. Prima. Können wir nicht noch eine Nacht bleiben? Wir wollten morgen mit Papa ins Kino. Aber das können wir doch auch auf einen anderen Tag verschieben, oder? Komm, eine Nacht. Eine, bitte. Willst du unbedingt ins Kino? Okay, mach's gut. Tschüss. Lenzi, ich danke Ihnen erstmal. Okay, gern. Mach's gut. Warum gibt mir meine Tochter Geld? Nach diesem Vorfall glaubt Ingo Lenzen, eine Erklärung für Talulas unentschuldigte Fehlstunden zu haben. Was dem Anwalt jedoch fehlt, ist der Grund für die finanzielle Schieflage seiner Mandantin. Aber da kann Sarah Grüner weiterhelfen. Also ich bin hier in der Zwischenzeit noch mal die ganzen Mahnungen und Briefe und so weiter durchgegangen. Also hier sind 1430 Euro Schulden zusammengekommen. Das ist schon einiges, ne? Mhm. Die steckt tiefer drin, als sie weiß. Ja, ist nicht ohne. Ja, und dann steckt Talula ihrer Mutter beim Weggehen auch noch diesen Briefumschlag zu. Also ich könnte mir wirklich vorstellen, dass die Kinder für ihre eigene Mutter Geld sammeln. Echt? Ja. Hey, was ist da los? Ach so, apropos Geld. Eine Sache habe ich ja noch gar nicht erzählt. Und zwar, ich glaube, ich weiß jetzt sogar, warum Frau Jakobs hier so finanzielle Probleme hat. Ich habe nämlich mal ihren Arbeitgeber angerufen. Und dann hat er mir auf einmal erzählt, dass sie vor 2 Monaten ganz drastisch ihre Stunden reduziert haben wollte. Also die arbeitet viel weniger als vorher mittlerweile. Warum bitte schön sagt sie das nicht ihrer Schwester? Die beiden haben doch eigentlich ein ganz gutes Verhältnis. Die Schwester setzt sich doch für sie ein. Ja, scheint sich. Keine Ahnung. Frau Münchow. Herr Lenzen, es wird kritisch. Das Jugendamt hat sich für morgen 14.15 Uhr angekündigt, um die Situation bei Olivia anzuschauen. Kann sie da sein? Bitte. Natürlich kann ich da sein. Von dem Termin mit dem Jugendamt hängt ab, ob die Kinder weiterhin bei ihrer Mutter bleiben dürfen oder ob dem Vater das alleinige Aufenthaltsbestimmungsrecht zugesprochen wird. Doch statt sich perfekt vorzubereiten, hat Olivia Jakobs am Folgetag offenbar verschlafen. Olivia! Wieso macht sie denn nicht auf? Ja, sie weiß ja, dass wir kommen. Das Jugendamt ist ja auch gleich da. Du bist 14, oder? Ja. Olivia, Schatz, der Termin ist doch 14 Uhr. Frau Jakobs! Olivia! Frau Jakobs! Hey. Um Gottes Willen. Hey, hey, hey. Wie sieht's denn hier aus? Guck dir das mal an. Hey, Frau Jakobs. Komm mal hoch. Was ist denn los? Kleines Nickerchen gemacht. Das ist aber kein guter Zeitpunkt jetzt. Wollen Sie vielleicht erst mal einen Schluck Wasser trinken? Nehmen Sie das ja, bitte. Gerne. Langsam, langsam, langsam. Glas Wasser. Hey, 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 hey. Okay. Frau Jakobs. Komm, wir müssen Frau Jakobs, was ist denn los mit Ihnen? Ist alles in Ordnung mit Ihnen? Ja. Sicher? Ja, ich krieg das auch. Guck mal, ich kümmere mich mal hier. Ist hier aus. Oh Gott.
Mal kümmere dich mal drum. Macht die Strecke weg. Sind Sie? Können Sie? Sind Sie? Alles okay. Ha? Hey, Sie müssen fit sein. Ich komme. Oh, mach dir mal den Schlaf aus den Augen. Das ist jetzt egal. Ist jetzt egal. Komm. Einmal tief durchatmen. Okay. Guten Tag. Frau Jakobs, das ist Frau Jakobs. Frau Meier vom Jugendamt. Guten Tag. Es geht ja um das Schuleschwänzen und den Vorfall bei der Polizei. Mhm. Sie wirken ein bisschen nervös. Fühlen Sie sich gut? Doch, eigentlich schon. Wirklich. Sie wissen Bescheid, dass Sie unsere Hilfen in Anspruch nehmen können. Die Familienhilfe, Hilfe zur Lebensbewältigung und weitere Unterstützung. Das ist mir bewusst. Das ist, ja, würde ich auch machen, auf jeden Fall. Ja, es täuscht vielleicht gerade so ein bisschen, wie es hier aussieht. Also ich habe da vorhin ein Glas Wasser umgekippt und habe hier ein bisschen für Unordnung gesorgt. Ja. Deshalb sieht das gerade so aus. Sind das da vorne da die Brote? Ja, die wurden vergessen. Das ist nicht Normalzustand, wirklich. Das ist eine Ausnahme. Ich müsste mir jetzt die Zimmer anschauen. Ja, dann. Ja, von den Kisten. Genau. Mädchen ist vorne links. Da, wo Sie jetzt hinlaufen, genau. Das ist das Zimmer vom Jungen. Ich schaue hier mal rein. Und hier wäre dann das Zimmer vom Mädchen. Sieht toll aus, oder? Ich habe mir jetzt ein Bild verschafft. Es geht schließlich ums Kindeswohl. Also was das Kindeswohl anbelangt, da ist ja ganz entscheidend, dass die Kinder hier ja ihr gewohntes Umfeld haben. Die Zimmer sehen prima aus. Ne? Ich denke mal, das muss eine wesentliche Rolle spielen, wenn wir über das Kindeswohl sprechen. Ich denke mal, das ist ja, das werde ich dann, müssen wir alles prüfen. Ich würde mich dann bei Ihnen melden. Ja, prima. Auf Wiedersehen. Okay. Gut, auf Wiedersehen. Danke. Machen Sie es gut. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Danke für Ihre Zeit. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Was bedeutet das jetzt? Verliere ich die Kinder? Jetzt ganz langsam. Wir werden dazu natürlich eine Stellungnahme fertigen. Und mir scheint es noch ganz wichtig zu sein, vielleicht gibt es ein paar Zeugen, die uns helfen können, die uns bestätigen können, wie wohl die Kinder sich hier fühlen, dass die Kinder immer hier sind, dass die glücklich sind. Ja. Und es gibt auch schon ein paar ganz gute Anzeichen. Also wir haben zum Beispiel mit den Gläubigern gesprochen. Mhm. Die gehen auf die Ratenzahlung ein. Das heißt, da werden sie eine Sorge weniger haben. Oh, wenigstens schon etwas. Jetzt muss das nur noch mit den Kindern klappen. Wirklich, das ist mir verdammt wichtig. Jetzt setzen Sie sich erst einmal hin. Okay. Das ist alles okay. Das ist auch nicht besser, ne, nach dem letzten Vorfall. Nee, es ist viel los in der Fabrik. Um seine entkräftete Mandantin nicht noch mehr zu belasten, will Ingo Lenzen sie am nächsten Tag nach dem Grund für ihre Arbeitszeitreduzierung fragen. Doch dazu kommt der Anwalt nicht, denn seine erfreulichen Neuigkeiten werden von einer Hiobsbotschaft überschattet. Wie hat Frau Jakobs eigentlich reagiert, als du gesagt hast, dass du diesen Bußgeldbescheid halbieren konntest? Ich hab's dir noch gar nicht gesagt. Warum denn nicht? Das machen wir jetzt. Gut, dann machen wir das jetzt. Warte. Oh. Frau Münchow. Herr Lenzen, ich habe gerade erfahren, dass das Familiengericht auf Antrag des Jugendamtes per Eilverfahren entschieden hat, dass die Kinder vorläufig zu Thorsten ziehen sollen. Ich war vorhin auf der Arbeit, als sie mir das Untertreten erzählt hat. Und jetzt geht sie nicht mehr ans Telefon. Ich bin jetzt auf dem Weg zu ihr. Frau Münchow, wir sind schon bei ihr vor der Tür. Wir können gleich mit ihr sprechen. Wovor haben Sie Angst? Ich habe Angst, dass sie etwas tut, was sie später bereuen wird und mit den Kindern abhaut. Okay, also wir sind schon da. Ja, kommen Sie einfach dazu. Bis später. Ciao. Was ist das für ein Schrott jetzt schon wieder? Hey! Frau Jakobs. Frau Jakobs, setz dich. Alles in Ordnung? Bitte. Okay, hinsetzen bitte. Einfach mal hinsetzen bitte. Danke sehr. Ja? Okay? Einfach mal bitte ganz kurz sitzen bleiben. Von Mavi. Mavi ist drin und wollte noch ein paar Dinosaurier holen. Okay, Chef, das muss er nicht sehen. Ist gut. So, jetzt sagen Sie mir mal, was los ist. Was ist jetzt passiert? Ich weiß auch gar nicht, was passiert ist. Sie ist fast umgefallen. Dabei waren wir eigentlich auf dem Weg zum Jugendamt, um zu beweisen, dass sie eine sehr, sehr gute Mutter ist und für uns sorgen kann. Was ist denn hier los? Bitte, wir haben doch gesagt, Sie sollen sitzen bleiben und sich schonen. Okay, ganz kurz telefonieren, ja? Ja? Ingo, ich war gerade in der Schule von Talula, weil ihre Lehrerin mich angerufen hat. Naja, die hat mir erzählt, dass Talula da auf einmal irgendwie eine Spendenbox aufgestellt hat und auf einmal Spenden sammeln wollte. Schau mal die hier. Und ich habe mir die jetzt ganz genau angeguckt und dabei ist mir was aufgefallen, was, glaube ich, alles erklären könnte. Okay, dann komm bitte sofort hierher und bring die Box mit. Ja, ciao.
Ingo Lenzen vermutet nicht erst seit dem Jugendamtstermin, dass seine Mandantin ihm und ihrer Familie etwas Wichtiges verschweigt. Der aktuelle Zusammenbruch der 41-Jährigen und Sarah Grüners Entdeckung bestärken den Anwalt in seinem Verdacht. Geht's Ihnen besser? Ja, ein bisschen. Geht's schon wieder. Dankeschön. Schauen Sie mal, das hat mir Frau Grüner gegeben. Mhm. Das hast du in der Schule aufgestellt, ne? Schauen Sie, ich habe Sie doch gefragt, ob Sie was am Bein haben. Mhm, ja. Das war eine motorische Störung, oder? Genauso wie das Glas. Und dieses Kästchen hier ist zusammengefaltet aus Arztberichten von Dr. Müller. Ja, Dr. Müller. Ich habe herausgefunden, dass das ein Neurologe ist, der sich auf Multiple Sklerose spezialisiert hat. Kann es sein, dass Sie darunter leiden? Ja, ich war vor 4 Wochen beim Arzt und ich war so schlapp, ich hatte so Taubheitsgefühl in den Fingern gehabt. Und er hat mich dann zum Spezialisten weitergeschickt und der hat es dann festgestellt. Ich habe MS. Ich wollte es nicht wahrhaben. Ich war so in Schockstarre. Aber ich sollte sofort eine Therapie anfangen. Doch das konnte ich doch nicht machen. Es war gerade die Trennung. Ich wurde gebraucht. Und es ging, aber dann fühlte ich mich immer schlapper und schlapper. Und ja. Und deshalb haben Sie dann auch die Stunden reduziert, ne? Musste ich. Warum hast du denn nichts gesagt? Du bist doch nicht alleine. Ja. Ja, wir hätten das als Familie doch zusammen durchgestanden. Ich weiß, aber du weißt doch, das Jugendamt, Thorsten, die durften auf keinen Fall Bescheid wissen. Sie hätten mir sonst die Kinder weggenommen. Und Ihre Kinder wollten Ihnen helfen. Du hast es aufgestellt, ne? Ich habe halt den Zettel im Altpapier gefunden und daraufhin habe ich den Begriff recherchiert. Und ich dachte halt, dass du nicht mehr arbeiten kannst. Und habe dann hat das alles Marvi erzählt und habe ihm gesagt, wir müssen jetzt Geld verdienen, weil wir wollten bei dir bleiben, Mama. Und ich werde jetzt mit dem Jugendamt sprechen. Wenn wir denen das erklären, was los war, dann haben die dafür auch Verständnis und dann finden wir alle gemeinsame Lösungen. Ja, das können wir jetzt zusammen machen. Machen wir. Das hört sich gut an. Dank einer Therapie hat Olivia Jacobs gelernt, mit den Symptomen ihrer Krankheit umzugehen. Das Jugendamt hat eingewilligt, dass die Kinder bei ihr bleiben können und leistet Hilfe zur Erziehung.